Ja, hallo und willkommen zurück beim Let's Play Minecraft, das Kobler-Projekt mit dem Swifty und dem Eddie. Sonst ist keiner da. Ja, hallo so. Nee, leider nicht. Nein, der Major, der kann heute nicht oder so. Wo, war Oder will heute nicht, angekündigt, war, aber ja. ist auch noch nicht im TS und ja, Noch daher sind wir nicht. hier zu zweit und bequatschen lustige Themen wie Arbeitslosigkeit. Ja, so in der letzten Folge zumindest Arbeitslosigkeit. Jetzt Ja, gucken wir uns genau. irgendwas anderes zu überlegen, oder? Wir dann noch Richtig, weil weiter? sonst quatschen wir nämlich die nächsten 20 Folgen über Arbeitslosigkeit. Das geht gar nicht. Nö, das ist ein Ich meine, bisschen. dann gucken ein paar zu und sagen, ja, kenne ich, nicht, habe ich schon. Ja, wenn dann die ganzen Arbeitslosen vorm Computer sitzen und uns Wow, guck mal, ich habe 200 Abos verloren. zugucken. Hallo! Ja, also, falls ein Arbeitsloser zuschaut, sagt es uns nicht besser, aber ist aus unserer Sicht, meiner Sicht, also aus meiner Sicht ist es so, und wenn der meint, der muss mir jetzt deabonnieren, nur weil ich so denke, dann deabonniere mich. Genau, Immer. also wie gesagt, freie Meinungsfreiheit und Ja, genau. Genau. Ja, so ist. Und falls ihr es in der letzten Folge noch nicht mitbekommen habt, wir haben unseren Uploadplan geändert. Unser Öffentlichkeitsplan von Minecraft jetzt dienstags und samstags wegen Stress im Genau. Sommer. Stress im Sommer in der Arbeit, im Real Life. Ja, wir arbeiten Genau. auch noch Real Life. Wir sind nicht wie Kronk oder Sarasa oder weiß der Kuckuck wer. Wir Richtig. arbeiten noch, ja? Und meine lieben Zuschauer, ich denke mal, im Sommer seid ihr eher im Schwimmbad wie daheim vom Ja, Rechner, eben. oder? Das ist ja dann das nächste Thema bei 30 Doch. Grad. Also, das würde mich immer stark interessieren. Wenn es mal immer ist, wird wahrscheinlich jetzt nicht in dieser Folge sein, aber wenn es mal wirklich so draußen 30, 35 Grad hat, schreibt es mir bitte mal unbedingt in die Kommentare, wer da zuschaut. Nein, jetzt werdet ihr es eh vergessen. Aber wenn einmal so eine Hitzewelle kommt, dann stelle ich die Frage sicher. Ob es da dann Leute gibt, die überhaupt nur YouTube schon ja am Abend wahrscheinlich. Richtig. Und Seit wenn dem ihr Bett das dann gehen. seht, könnt ihr ja mal reinhauen, was ihr an dem Tag gemacht habt. Seid ihr im Schwimmbad, Eis essen, mit Freunden Genau. unterwegs und sowas? Da könnt ihr uns mal Tipps geben, wie eigentlich Schullife aussieht. Ja, genau, was ist real? Immer die Was Grafik ist real ist life? der Hammer. Die Ist Story ist wirklich der Hammer. scheiße. Und die wichtigste aller Fragen, kann man das essen? Kann man immer? Gute Frage. Gute Frage, ne? So. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen Holz hacken, hab 6 hängen für mein Brauhaus natürlich, dass wir wieder mal ein Ich bisschen bin zu auch Minecraft zurückkehren. fleißig am Fichten klatschen. Dass ich da meine Säulen dann hochziehen kann. Die werden wir nämlich jetzt so ganz, das machen wir für den Boromir. In dem komischen, wie heißen die weißen Stämme? Birkenholz. Ja, genau, die machen wir jetzt in Birkenholzoptik. Für den Schnauzer. Der Schnauzer, der hat's Die gehasst. sollen. Schnauzer? Nicht Boromir? Schnauzer? Nee, Ja, das ist Boromir war seine. eigentlich ganz. Ja. Boromir war da nicht so hortlich. Nee. Nee, Schnauzer, den hat es eher gestört. Obwohl Okay. eigentlich Boromir und Schnauzer, mit denen ist es auch nicht mehr rosig im Korbler-Projekt. Die haben andere Projekte am Laufen, wo sie, oder soweit ich weiß von Herrn Dr. Schnauzer, dass er andere Projekte am Laufen hat und das Ganze nicht in Stress ausarten lassen möchte. Ja. Hat er ein, zwei Projekte, mit denen er sich befasst, die er halt lieber macht, wie jetzt Korbler-Projekt. Und wir als Korb, wir müssen auch sagen, das kann man auch verstehen, wenn man andere Dinge hat, die einem wichtiger sind oder generell Ja, mehr das ist ja Feedback auf keine. den Folgen ist oder sowas, da muss man Abstriche ziehen, wenn man es hobbymäßig macht. Und ja, ist halt schade, dass Ja, wir ne, nicht dabei sind. er ist halt dann nochmal so, ich dachte den vielleicht das Special Guest einmal, wenn er mal da ist, ist sehr cool und wenn nicht, Genau. dann halt nicht. Ist ja keiner verpflichtet. Immer, was wir Richtig. jetzt überhaupt nicht besprochen haben, oder was wir besprochen haben, ist ja noch gar nicht. Ich habe mal mit meiner Schwester gequatscht. Oh mein Gott, du redest mit deiner Sie Schwester. hätte, ja, hin und wieder, aber nur ganz selten. Sie Ganz, ganz hätte kurz. unter Umständen vielleicht auch Interesse, so ab und an mal, nicht jede Folge, aber ab und an mal bei uns im Korbler-Projekt mit WoW zu zocken, einfach nur um da zu sein. Und Im ich Korbler-Projekt wo, WoW zu zocken. warte, fuck. Hast Ja, du was genau. getrunken? Nee, aber ich sollte anfangen damit. Ich Fang mach mal an, das gleich. ist wirklich besser. Also, sie möchte bei uns im Korbler-Projekt vielleicht eine Runde Minecraft mitzocken. Ja, als Und Gast. ich wollte das genau als Guest und ich wollte das eigentlich mit der Korb besprechen. Also, Swifty, wie schaut's aus? Ja, also ich hätte nichts dagegen. Also du hast volle Zustimmung von der Koop. Das wollte Nee, wir werden das auch mal in der Facebook-Gruppe in der geheimen Gruppe mit der Koop ansprechen, wie es dann aussieht. Klar, ein bisschen demokratisch sind wir ja. Und klar, Gäste, denke ich mal, können wir immer mal mit reinholen. Ja, aber wie gesagt, sie ist in meinem WoW Let's Play ja ganz stark vertreten und es ist eigentlich immer Genau. relativ spaßig mit ihr.
Ja. Und sie wäre so ein totaler, also, ob ihr es glaubt oder nicht, sie wäre ein absoluter Minecraft-Noob. Sie kann nichts Cool. in Minecraft. Nicht, noch weniger als ich, und das heißt was. Das ist echt wenig. Das Das ist scheiß wenig. aber läuft. Ja. Ah, So, jetzt habe ich einfach zu viel deswegen. geklickt. Ja, so gästemäßig, ja, das wird sich wohl einrichten lassen. Ich glaube nicht, dass ein Großteil der Korb dann sagt, nein, nimm die nicht mit rein, die versaut meine Aufnahme. Die Was für eine Happnöpfe. Aufnahme. Ja, genau. Nein, man, wie gesagt, es ist mir in erster Linie eigentlich um dein Feedback gegangen, weil alle anderen, ja, Wir eh schon müssen uns ja wissen. auch mal rechtfertigen, warum wir jetzt so über die Korb reden. Das ist einfach so, wir haben abgesprochen, wir nehmen 3 Folgen die Woche auf und jeder war Genau. damit einverstanden. Und jeder hat gesagt, wir machen mit und ist kein Ding. Und jetzt steht man schon, wer hat schon gemerkt, seit 30, 40 Folgen, entweder zu dritt oder ausnahmsweise mal mit dem Dutch vorher noch in der Aufnahme da. Wie macht man Glasscheiben? Und die Wie macht man Korb Glasscheiben? ist normalerweise zwischen 10 und 12 Personen. Daher Genau. fragwürdig. Wie macht man aus Glasblöcken Glasscheiben? Wie Zäune bauen. 3-3. So, ah Also ja, 3 unten, 3 übereinander. Zäune. Kommt, Sowas. ja, kommt eigentlich auf selber raus und du hast mehr vom Glas. Viel mehr. Ja. Nein, ich hab dort so ein bisschen Fenster, ich hab dort noch ein bisschen Steine geholt und alles fürs Brauhaus so ein bisschen. Was ich auch mal Und anmerken möchte, der Dutch hat mich schon gefragt, ob er in die Korb zurückkommen, also wenn er Lust hat, zurück in die Korb zu kommen und alles hin und her. An mir liegt es nicht, der kann ruhig in die Korb zurückkommen. Er muss ja nicht mehr unbedingt mit mir oder mit uns aufnehmen oder was tun oder was machen. Wenn er unbedingt Korbler sein möchte, dann sich der Korb anschließen und nicht mir. So, das genau. wollte ich auch mal loswerden. Falls Dutch zuschaut, du weißt Bescheid. Also mir ist das wurscht, du kannst gerne mit wieder reinkommen und ja. Wann hat er die leicht angeschrieben, der Dutch? Das war ganz am Anfang, wo man den ganzen Knies hatte und da hat er mir geschrieben, er würde es sich überlegen, nochmal in die Korb zu kommen. Also er würde nochmal drüber nachdenken und vielleicht kommt er nochmal zurück und dann denke ich mir einfach, wenn du zurück willst, Türen sind Komm offen. zurück. Also ja, Naja, sicher. vielleicht etwas in Bescheidenheit üben, aber sonst. Oder mal drüber Ja. nachdenken, was man schreibt oder keine Ahnung. Man hat Fehler gemacht, man kann daraus lernen und wenn man nicht daraus lernt, hat 1, er die zweite 2, Chance. 3, 4, 5, 6. Also, das war auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt. Ganz Es ist ja wichtig mal zum Thema, ja, ganz ganz wichtig. wichtig, ganz wichtig. Nein, es ist ja mal das Gerücht umgegangen, dass die Korb zerbricht, und das ist nicht so. Nein, auch Also, wenn es so aussieht, dass wir hier alleine Let's Playen, aber es ist hier, nicht so. die Korb wird durch uns hundertprozentig weitergeführt. Ob sie jetzt, es war mal kurz die Frage, ob wir sie unter einem anderen Namen starten. Aber das ist ja im Prinzip dann eh alles nicht so geworden. Also Ne, im Großen und Ganzen, also groß wenn, und dann ganz. würde es ein extra Projekt, sagen wir es so, wenn die Korb an sich nicht so entwickeln möchte, so wie wir es vorhaben, also expandieren in eine große Form, dann wird was anderes gestartet. Aber im Moment macht jeder so mit, wie er Zeit und Lust hat und ja, Genau. warum? Es könnte sein, dass irgendwann mal sowas gestartet wird, aber dann wird es angekündigt und dann Ja, seid ihr die nee. Ersten, die davon wisst, ganz einfach. Absolut, absolut. So, jetzt ist ja nur die Frage, soll Falls sich einige fragen, was ich tue, ich baue an meinem Haus. ich da? Was Ihr sonst? seht's ja. Was sonst? Der und ich baue am Brauhaus natürlich. Ja. Zweites Geschoss. Also langsam möchte ich mein Haus fertig kriegen, damit ich an Lager und so weiter machen kann und am Dorf noch weiter ausbauen kann. Auch das wäre angemessen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, das heißt dann da. Einmal hochbauen. Ich komme nicht Dann ganz bis machen an die Krone. wir. Bis wohin? Bis an die Krone Krone? vom Baum. Ist das die Okay. Baumkrone oder nicht? Ja, Das schon Ding da oben in der eigentlich. Spitze. Das Ding da oben. Ja, das wäre eigentlich. 1, 2, 3, passt. Wäre eigentlich schon eine Baumkrone. Jetzt wird aber eigentlich da dann schon wieder. Ah.
Geh einfach mal gucken, was da unten ist. Ich bin jetzt mal ein bisschen neugierig. Hier in dem Arsch der Welt. Im Arsch dieser Welt. Okay. Mit meiner Diamantschaufel geht's auch. Dankeschön nochmal dafür. Geht's auch Bitte, recht bitte. fix. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Wenn man schon die Diamonds da rumliegen hat, da kann man eigentlich auch was draus machen. Dafür sind sie gedacht. Genau, bevor sie in der Kiste verstauben für nichts und wieder nichts. Genau. Nur um zu sagen, hey, ich hab Diamanten. Nö. Ja. Nee. Da baue ich lieber ein paar Schaufeln und schenke es meinen Kollegen. Sehr lieb von dir. Naja, wie gesagt. Wir müssen sowieso mal in so eine Art, ja, wie ist das alles, also sagen wir das, Magierturm machen mit Verzauberungstisch drin und sowas. Ja, das ist dann wieder ein anderes. Ist jetzt Brauhaus für die Tränke zum Brauen und so, da bin ich ja gerade Ja, genau. am Aber dann so ein Kochen. Magierturm, so gesehen, wir wollen das ja ein bisschen rollenspielmäßig, denke ich mal, könnten wir es auch ein bisschen aufbauen, weißt du? So mit den Rollenspiel. Dörfern hier, also im Vergleich, blöder Vergleich wie bei World of Warcraft, da gibt es ja auch die Magierviertel und sowas in der Art. Sowas in der Sowas. Art könnte man hier so aufbauen, ja? Ist ja schon fast Ja, okay. RPG-mäßig. Ja. WoW ist ein RPG! Okay, Anna, ich bin klug. Hab ich mir mal stecken lassen. Oh, Eisen. Gerade auf die Aufnahme, wir sind bei 27 Ja, habe ich auch Stunden. gesehen. So läuft noch. Läuft noch ein bisschen. Und ich habe hier ein paar Zombies auf den Öhrchen. Ich wollte doch nur Holz klatschen gehen. Jetzt bin ich in der Höhle drin. Och Mann. Muss ich aufhalten. Oh, da geht's runter. So, dann haben wir noch ein bisschen. Oh, Kohle. Wenn wir hier schon an der Kohleader sind, dann nehmen wir die mit und leveln ein wenig. Boah, ich habe schon Level 32. Ui. Ich hab schon Level 57. Wah, wah, wah. Da kackt der Ja. Swiftie ab mit seinen Leveln. Aber mit Anlauf. Ja, das dafür konkret, ja. Richtig konkret abgeschissen, ey. So, das Okay. heißt, ich sollte da eigentlich auch noch. Ah, das kommt wieder ein bisschen runterziehen, das schaut sicher geil aus. Das heißt, da weg, da weg. Hier irgendwo ein Zombie. Ja, so gefällt mir das. Eine Kettensäge als Schwert, das ist auch heftig. Die rotiert sogar. Was? Kettensäge als. Was? Genau, Kettensäge als Schwert. Als Diamantschwert, die Textur Okay. von so einem Achso. Okay. Kettensägenmesser-Schwert. Und die Axt ist auch eine Kettensäge. Sehr, sehr irritierend. Okay, ja, Hauptsache man hat Kettensägen, hätte ich gesagt, Genau. oder? Vor allen Dingen ist dieses Texturenpack sehr auf Blut und Gemetzel ausgelegt. Das ist mir auf jeden Fall toll. Das Vor allen gefällt Dingen, mir weil die eben gut. Erfahrungspunkte aussehen wie Totenköpfe, ist auch heftig. Okay, ich glaube, das muss ich mir dann nochmal anschauen. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf. Wie Ja, es ist gesagt, schon. extrem comic-mäßig. Also, es ist doch ein bisschen. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle darf ich mich auch schon wieder verabschieden von Das euch. ist Aber ja wir Minuten sehen uns Spoit. dann. Genau, Der Minuten bei. Spoit. Was? Der Minuten Spoit. Jo, ist 29. Ja, 29. Wir haben vorher eine Minute überzogen und jetzt eine Minute weniger. Das waren dann 2 Minuten weniger in dieser Folge. Das kannst du nicht machen. Okay, dann sage ich noch, wir machen noch 2 Minuten. La 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 Ja, la la la. mach Folge voll kriegen, Folge voll kriegen, Folge voll ja. kriegen. Okay, du, das ist Nein. ja. Wird dir irgendwas einfallen, wie du das quatschen kannst, in Ja der die zwei klar. Minuten. Oder Bum, so. bum, bum, nur 2 Minuten. klar, Wenn ich über was quatschen soll, läuft's nicht. Aber Oh mein Gott. Immer diese Dieser Schinderei da, Swifty. das gibt. Ja, das kann es aber nicht sein. So, jetzt Unsere muss ich natürlich einen Professionalität Keller sich schlägt auch wieder noch bauen. zugute. Ja? Was willst du machen, außer Aber lochen? ich bin noch ein bisschen hier Höhlen am Erkunden. Da ist sowieso ein bisschen gruselige. Gruselige. Ja? Gruselig. Gruselig. Ein Zombie, aber Ich ich sehe brauche keinen. schon wieder, ich brauche jetzt Lehm, ich müsste schon wieder tonnenweise Lehm farmen gehen. Ich will nicht Lehm farmen gehen. In Lehmfarmen ist ekelhaft. Pfui. Weil es Immer, vor das allen ist Dingen ohne unter Sch. Wasser ist. Ja. Immer ohne Schäder geht es ja nur, aber mit Schäder war Lehm farmen eine Katastrophe. Nein, das ging gar nicht. Habe ich da noch irgendwo Lehm? Aber mit dem neuen Texturenpack vermisse ich meine Shader nicht so. Dann geht es nicht gar wie Wein. Okay. Ein Das heißt, der bisschen Bohr Wein. habe ich noch.
paar von den Ziegelsteinen habe ich noch. Denke ich mal, quetschen wir da die Verabschiedung rein. Ja. Keine Sekunde länger. Das passt mal wieder mit dem. Die zieht's noch ein bisschen. Ja. Also, wenn ihr wirklich. Lalalalalala. Ihr schuld. Er ist wirklich schuld. Ja. Ich krieg grad da ein Skelett. Oha. Okay, dann würde ich mal sagen, zum nächsten Mal, Mann. Spielt hört und sieht sich. Tschüss. Tschüss mit dir und ciao mit euch.